Dies ist ein Märchen für Kinder und Erwachsene. Und wir Zwerge, wir lieben es, euch zuzuschauen und zu lernen. Natürlich auch alles Neues, was es gibt. All das Neue, was Segen und Fruchtbarkeit in sich führt. Aber auch Dinge, die nicht so gut sind. Und dann kommen wir und schauen uns euer Machwerk an hier oben auf der Erde. Und da liegt schon manches im Argen. Ach ja, aber für alles hat Gott eine Antwort. Für alles hat der Christus Gott, der Christus in sich und in dir eine Antwort. Mit einem weißen Licht und einer Führung, die so wunderbar ist. Und wenn man wieder offen dafür ist und sein Ohr öffnet, kann man die Botschaften vernehmen. Vom Himmel und von den Wesenheiten. Ja, die Stürme, was erzählen sie doch alles? Der Regen und auch der Hagel. Sie alle haben ihre Geschichten und fahren hernieder auf die Erde, manchmal um zu warnen, dann zu befruchten. Und hier haben wir gehört, sagt der Zwergen-Urgroßvater, hier regnet es seit langem nicht. Dann besinnt euch einmal, warum? Aber auch ist Mutter Gaia, die Erde, in einem großen Wandel. Sie gebiert sogar neue Vulkaninseln, wie man gehört hat. Ein Vulkanbaby will da heraufkommen bei den Kanareninseln. Ist das nicht süß? Natürlich, für eure menschlichen Ausmaße macht es fürchterliches Geräusche und Wellen und Steine werden in die Luft geschleudert. Aber wenn man dem freundlich entgegentritt, so wird ein neuer Vulkan geboren und eine Insel wird hervorsteigen, die euch wieder Obdach gibt. So hat alles seinen Sinn. Manche Länder gehen unter, manche erscheinen wieder. Und das Gebet ist, auch von uns Wesenheiten, lieber Gott, helfe uns, dass die Winde nicht zu mächtig werden, dass die Meere sich nicht zu sehr erheben und dass die Erde ruhig bleibt und nicht zu sehr wackelt, wenn sich alles umwandelt. Das wird ja seit Jahrtausenden prophezeit und immer wieder ist es passiert auf der Erde. Aber jetzt haben wir ein hohes Wissen und viel Licht in uns. Und wir Wesenheiten sagen euch, wir helfen alle zusammen. Wir helfen euch, dass es doch so intakt bleibt, dass ihr Menschen weiterleben könnt. Und wenn ihr durch all dieses Neue geht, durch diese Wandlungen, da bröselt einiges ab von euch. Da erfährt man Wunderdinge. Teilweise zerbricht man. Auf der anderen Seite wird man wieder aufgebaut. Und selber, wenn man im hohen Alter steht, ist man dann, wenn man durchgegangen ist, ein ganz neuer Mensch. Ihr werdet sehen, was es alles gibt. Man wird sich verjüngen, man wird wunderbar aussehen und die Kindlein, die jetzt geboren werden, auch bei den Zwergen unten, haben eine besondere Schönheit und einen besonderen Glanz an sich. Das ist unser Wunsch. Und so ist es wechselseitig, dass wir Zwerge einmal heraufkommen, um zu sehen, was ihr macht. Und dann geben wir euch den guten Rat, euch einmal in uns zu versetzen, was unter der Erde alles geschieht. Von schrecklichen Versuchen angefangen, zu Bergwerken und so weiter, vieles muss sein, aber vieles auch nicht. Zerstört nicht so viel, hört mehr auf eure Stimme, lasst euer Herz walten und ihr werdet sehen, der Tag, der gewiss kommt, von Osten her mit einem riesigen Licht und Freude und Jubel, wird noch zu euren Lebzeiten geschehen. Und dann wird es so aussehen, als wäre alles neu. Wir, die Zwerge und Wesenheiten, die Winde, die Wasser, die Meere, die Lüfte, die Sonne, die Hitze, die Vulkane, wünschen den Menschen aus unseren Herzen, auch aus den feurigen Lavaherzen,
eine frohe Botschaft. Siehe, es ist alles neu geworden und es besteht Hoffnung. Und ich bin Amua Anua, das heißt die Regenbogenfrau. Ja, ich versuche, das zu leben. Es ist oft schwer, aber ich habe immer meine Freunde dort unten drinnen, wie sie rascheln. Und dort in den Ästen die Vögelchen. Und der Wind kommt gerade ein wenig. Und er wispert mir ins Ohr, freu dich, dass du lebst. Alles wird gut. Amen. Wir sind hier in dem schönen Chiemgau, in einer alten Burgruine, sind wir hochgeklettert. Es ist wunderschön, das Laub liegt schon herunten, Bucheckern und vorhin Maroni, Edelkastanien. Man spürt die Natur so wunderbar. Der Himmel ist über uns weiß-blau. Alle beten zwar ein bisschen um Regen, oder nicht nur ein bisschen, weil es die Erde wieder braucht. Aber alles kommt zu seiner Zeit und alles ist richtig. Ich finde es ein großes Wunder, dass ich in dieser Zeit leben darf. Täglich, stündlich, minütlich, ja in Sekundenschnelle gibt es Neuigkeiten. Dort wackelt die Erde, dort protestieren Menschen, dort erheben sich neue Inseln. Dort werden wundersame Kindlein geboren. Die Menschheit wird verständiger. Und ich habe ganz, ganz viel Vertrauen, dass die Erde sich von all den Schocks, die sie erleiden musste, erholen wird. Und dass letzten Endes alles gut wird. Wenn man nur das Schlechte sieht und das Unangenehme, oder nicht mal das Unangenehme, das Schlechte, was die Menschen alles fertigbringen, das ist keine gute Idee, finde ich. Ich denke, es wird alles gut, es ist alles herrlich. Und wenn man hier ist, man ist in dem Dom Gottes, man spürt die Gewalten, man hört die Engel rauschen und singen, man sieht Käferchen, vielleicht noch dort unten Schmetterlinge. Dort drüben ist ein verlassener Bauernhof, ideal dafür offen. Vielleicht finden ihn Leute, die guten Willens sind, Menschen, um dort wieder was Schönes anzufangen, das Alte wieder aufleben zu lassen, aber auch mutig in das Neue zu gehen. Ich denke, dass die Welt Gaia es schafft. Völlig wunderbar, dass sie es schafft, mit Kraft, mit Gesang, mit den liebenden Menschen. Und dieser Ring von Menschen ist so groß. Es sind so viele, die natürlich nicht überall genannt werden, sondern man hat seine Kreise, seine Freunde
Und ein Wort gibt das andere bis um den ganzen Erdball, ja bis in das Universum, zu Sonne, Mond und Sternen und zu den Heiligen und zu den Engeln. Und die frohe Botschaft ist, es werde Licht und es ist Hoffnung da. Nicht umsonst hat Gott damals diesen wunderschönen Regenbogen gesetzt und hat gesagt, das ist eure Hoffnung und so etwas Schlimmes soll nie wieder passieren. Und die Menschen horchen auf, überall, und kriegen wieder Hoffnung und Freude. Und wenn man sie anspricht, du, es ist nicht alles verloren, auch du kommst aus deiner Traurigkeit heraus, dann leuchten die Augen wie Sterne, wie die Plejaden des Nachts. Und gerade sind dort zwei Vögelchen geflogen, um die gute Botschaft wieder weiterzubringen. Beschäftigt euch mit dem Guten, mit dem Schönen. Singt, jubiliert. Und das Ganze muss sich umdrehen zum Guten, zum Feinen, sodass man die Natur wieder ehrt und die Bäume, das Gras, dass man nichts zerstört, dass man auf Du ist mit den Tieren und dass das Tierelend aufhört. Das wäre mir so wichtig, dass man Umgang wieder lernt mit den Tieren. Eine Kuh, wie wunderschöne Augen hat sie, oder ein Reh im Wald. Das werden wir erleben dürfen. Ich weiß es aus dem Herzen, dass wir mit den Tieren wieder auf Du sind und ihnen helfen, aus diesem Elend herauszukommen. Ach, es gibt so viel Schönes auf dieser Welt und ich bin so dankbar, dass ich jetzt leben darf, in meinem Alter noch das alles erfahren darf und ich springe mit voller Freude in den Gesang, in meine geliebte Malerei und stelle mich zur Verfügung für meine besten Freunde, die ich überall auf der Welt habe, um zu helfen, um da zu sein, um jemanden zu umarmen, der arm dran ist oder jemand Mut zu geben oder auch auf der anderen Seite mit ihnen zu tanzen, zu feiern und das Leben zu genießen. Es ist die neue Zeit angebrochen. Es sind prophetische Worte. Und ihr seht, es wird gut gehen. Es wird gut gehen. Amen. Ich bin Petra Schwabe, Amur Anua, die Regenbogenfrau, und ich bin geboren in Chemnitz. Wir sind aber dann geflohen damals mit den Eltern, waren in Franken zuerst und dann sind wir später im Chiemgau gelandet. Ich war Fassadenmalerin und habe Bauernschränke gerichtet und bemalt für viele Jahre. Es wurde sehr anstrengend, alles ist eigentlich ein Männerberuf, aber habe mich immer schon mit den Feen und mit den Zwergen und mit diesen Dingen beschäftigt. Und meine Suche war immer, Gott, wo bist du in mir und wie kann ich dich finden? Und das war ein sehr, sehr langer Weg und ich habe es auch für mich gefunden, wunderbar in der Ruhe, das große Licht, die wunderbare Leiter nach oben, wie auch immer. Und dann nach einigen Jahren in Ingolstadt bin ich dann in den Chiemgau gekommen und vom Chiemgau aus dann nach Vancouver, Kanada, bin von dort aus in die Wildnis gezogen, von der Stadt Vancouver raus in die Wildnis, wo man 5 Stunden mit dem Radl gebraucht hat, mit dem Fahrrad, um die Nachbarn zu treffen. Hatte dort weder Telefon noch fließend Wasser noch Strom. Man hat sich im Bach gebadet und ist morgens rausgegangen und hat aus der Quelle geschöpft und hat sich im Bach gewaschen. Und hat dann sich verwundern müssen, wie wenig Wasser man eigentlich braucht. Und das war eine wunderschöne Zeit, was mir das Herz sehr geöffnet hat. Wir hatten dort oben Wildpferde, es waren Kojoten da, es waren Braunbären da. Es war eine himmlische Zeit. Es hat mir so gut gefallen. Dann aber später musste ich dann wieder zurück, um meine Mutter zu pflegen. Auch wieder im Chiemgau, in Prien. Und von dort aus aber, nach den Jahren, wo sie friedlich gehen konnte, bin ich dann wieder ausgerückt und landete in Hawaii, in Virginia, Long Island,
und vielen, vielen anderen Ländern und war immer eingeladen, aber auch schon früher bei den indigenen Völkern. Denn dieser Ruf dieser indigenen Völker hat mich schon seit Kindheit verfolgt und angefleht zu helfen. Und so eigentlich habe ich mein Leben den indigenen Völkern verschrieben und ihnen als Opfer, nicht als Opfer, eigentlich dargebracht, dass ich helfen will. Und den alten Großvater Semu Huahute durfte ich sehr lange begleiten, ein vollblütiger Chumash-Indianer. Das war auch wunderschön, was ich da alles erleben durfte, durch die Weisheit auch der Hopis, anderer Indianerstämme, aber auch in Hawaii, wo wir dabei waren, dafür zu fechten, dass Hawaii wieder zurückgegeben wird an die Hawaiianer und nicht mehr besetzt wird und kaputt gemacht wird. Und das habe ich jetzt gehört und gesehen, dass das wieder geschieht. Und ich möchte nächstes Jahr hinüber und da wieder mithelfen, dass das wieder in die Gänge kommt, sodass sie ihre heiligen Plätze wieder selber betreten dürfen, ihre heilige Kresse anbauen. Und so ist es eigentlich auch, ob es nun der Mais ist für die Hopis oder für die Indianer, was ihnen heilig ist, was alles zerstört wurde. I dedicated my life, das ist besser in Englisch zu sagen, eben für diese Menschheit, für diese Leute. Und jetzt kommt alles zurück im Alter und ich freue mich, dass ich jetzt da überall hinfahren oder hinfliegen darf, um diese Menschen noch einmal zu sehen, um weiterzuhelfen. Und in der Zwischenzeit habe ich mich weitergebildet in meiner Malerei. Zurzeit liebe ich die Buddhas zu malen und Wesenheiten und Engel für Freunde, die mir diese Aufträge geben, sodass ich dann auch immer Geld habe, dahin zu reisen und wiederzuhelfen. Und dann ist das Geld immer im Laufen. Und man hat zwar nichts, aber man hat alles. Und da habe ich mich freigeschwommen. Und so kann ich morgen mein Rucksäcklein und meine Zahnpasta und meine Bürste packen und sagen, hier bin ich und kann dort wieder helfen und glücklich sein. Ja, und das hoffe ich, dass ich das noch viele Jahre kann. Und ich habe mich auch mit Obertönen und mit Musik beschäftigt, mit Gesang. Da hat sich ein Heilgesang herausgestellt. Durch 21 Jahre, jetzt über 21 Jahre habe ich das lernen dürfen und es wurde mir auch vorausgesagt und da möchte ich mich jetzt wieder ganz reinstürzen und mit Konzerte geben und einfach losrennen und wow und auch ein Vorbild sein für so viel ältere Leute, die in dem Alter vielleicht dann schon irgendwo sitzen und traurig sind und weiß Gott, welche Gebrechen haben. Und das hat mir Gott immer geholfen, auch selbst wenn ich schwer krank war, das zu überkommen, durch meinen Glauben, durch meine Liebe und durch meine Hingabe. Das war jetzt eine ganz kleine Info, wer ich bin. Und persönlich kann man dann noch viel mehr erfahren.